So, mal gucken, was Grimmelböhmi heute wieder vorbereitet hat. Die Messlatte liegt ja auf High-Waist-Höhe diese Woche. Kleiner Tipp von einem erfahrenen Quotengaranten. Für den Erfolg brauchst du drei Dinge. Migrationshintergrund, Meerschweinchen und Möpse. Komm, mach an. Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Folge 40. Busencheck im Studio Böhmani. Mein Name ist William Kohn. Heute zu Gast Heinz Strunk und Hertz. Musik, Dendemann und die Freie Radikale. Ja, wir sind Leo, Freie Radikale. Und das hier ist Jan Böhmermann. Im zweiten deutschen Fernsehen und bei ZDF Neo. Hallo, vielen Dank. Ist okay. Hört doch auf. Ja. Schön, dass ihr da seid. Wir haben fantastische Gäste heute in der Sendung. Bestseller-Autor seit 2 Wochen ganz oben in der Spiegel-Bestsellerliste mit seinem neuen Roman. Ich würde sagen, ein Buch des Jahrzehnts. Heinz Strunk ist zu Gast. Und Musik aus England von Hertz hier in der Sendung. Und meine Damen und Herren, Sie merken das schon an der Reaktion des Publikums. Die Stimmung ist gelöst heute hier in Köln-Ehrenfeld. Es wird warm draußen, der Frühling kommt. Die Stimmung ist fand ja. Und Dankeschön. ich habe es mir bei Heiko Maas abgeguckt, dem Bundesliebesminister, der Minister für untenrum Zuständigkeiten, bei Anne Will am Sonntag. Sein Pressesprecher saß im Publikum. Ich habe gedacht, verdammt nochmal, Potztausend, das brauche ich auch. Einer, der merkt, wann ich lustig bin, der merkt, wann ich einen guten Moment habe, der immer im richtigen Moment mir ein bisschen Kraft gibt. Der Applaus, ja. Danke. Mein Pressesprecher William Kohn ist heute auch mit dabei. Und der Hashtag der Woche, Sie merken das, meine Damen und Herren, an der Hitze, die hier aus dem Publikum kommt. Der Frühling ist da und passend dazu, schauen Sie mal, was bricht da durch die Schneedecke. Es ist ein Krokus. Oh, ein Krokus, Hokus Krokus ist der Hashtag der Woche. Hokus Krokus, der Hashtag der Woche. Wir erwarten den Frühling. Wollen wir hoffen, dass er es irgendwie über die Grenze nach Deutschland schafft. Der Frühling ist ja zurzeit ein bisschen schwierig. Die Balkanroute ist dicht. Er muss also wahrscheinlich über Skandinavien kommen. Und auch in Sachsen wird es warm. Diese warme Lüftung, das ist ja wirklich schön. Als wird hier ein Flüchtlingsheim brennen. Richtig muggelig haben wir es hier. Und zirpschen da die Vögel im Baum oder schreiten Ausländer? Oh, ich weiß nicht, beides schön. Ist beides schön. Halt! Ja. Das bringt uns zum ersten Thema dieser Woche, meine Damen und Herren. Super Sonntag, Super Sunday am Sonntag. Wahlen in den Stricherländern, den Ländern mit Bindestrich. In Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt Landtagswahlen. Und die AfD ist auf dem Vormarsch, kann in 3 Landesparlamente einziehen. Beatrice von Storch ist zuversichtlich, erwartet gute Zahlen für die AfD. Nur beim Wort Tortendiagramm zuckt sie immer ein bisschen zusammen. Bleibt mir weg mit Tortendiagramm. Die AfD könnte in den Landtag einziehen von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Wir haben also nur noch bis Sonntags Zeit, uns darüber lustig zu machen, dass die bescheuerten Amerikaner Donald Trump wählen. Dann ist vorbei. Ja, und das große Problem, gerade im Ostbundesland Sachsen-Anhalt, die Wahlbeteiligung. Bei den Kommunalwahlen in Hessen lag sie, glaube ich, bei 35%. Das kann auf Landesebene in Sachsen-Anhalt auch durchaus passieren. Eine niedrige Wahlbeteiligung ist ein riesiges Problem. Und um die Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt zu erhöhen, hat sich die Landesregierung was einfallen lassen. Jetzt mit jedem Wahlzettel einen McDonald's-Gutschein und ein gratis Tribal-Tattoo pro Wähler. Kann man sich direkt in der Wahlkabine stechen lassen. Liebe AfD-Wähler, wenn Sie das jetzt wieder erwarten, gucken sollten, weil, keine Ahnung, Sie Ihr Compact-Magazin durchgelesen haben. Hallo, liebe AfD-Wähler, ganz wichtig am Sonntag bei der Wahl. Bitte schreiben Sie, bevor Sie den Wahlzettel in die Urne werfen, schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse auf den Wahlzettel. Und bei den Parteien, die Sie nicht wählen möchten, machen Sie bitte ein trauriges Smiley in den Kreis dahinter. Ganz wichtig. Schreiben Sie bitte Ihren Namen auf den Wahlzettel. Das ist ganz wichtig. Aber nur die AfD-Wähler. Ganz, ganz wichtig. Oh, traurige
traurige Nachrichten aus Schweden. Hier wohnst du noch oder lebst du schon? IKEA, der Erfinder des Billy-Regals von IKEA, Gillis Lundgren, ist tot oder wie man bei IKEA... tot oder wie man bei IKEA sagt, er wohnt noch. Lisa, weißt du, wie er gestorben ist? Weißt du, wie er gestorben ist, Ralf? Ich glaube, der ist einfach zusammengebrochen. No, he did, yes, he did. Ja, Gillis Lundgren ist gestorben, der Erfinder des Billy-Regals. Als Zeichen der Trauer haben viele Frauen am Wochenende einen Beutel Teelichter mehr gekauft. Einfach, und zwar, weil Gillis Lundgren, das wissen die wenigsten, nicht nur der Erfinder des Billy-Regals war, sondern auch ein großer Feminist. Gillis Lundgren war ein großer Feminist. Dank ihm denken Millionen Frauen weltweit, dass sie handwerklich begabt sind. Und das ist eine ganz tolle Leistung, deswegen... Nee. Aber no. Bitte kein Mitleidsapplaus, das ist ganz wichtig. Und wenn, dann bitte von dir, William. Die Beerdigung von Gillis Lundgren verzögerte sich ein bisschen, das ist natürlich tragisch. Die Beerdigung verzögerte sich ein kleines bisschen, weil zwei Schrauben für den Sarg fehlten. Aber dann klappt es doch noch. Der Sarg wurde von einem gestressten Studentenpärchen in einem Einkaufswagen über den Parkplatz des Bestattungsinstituts geschoben. Passte allerdings nicht hinten rein in den VW Lupo. Musste ein bisschen überlegte man, soll man sich einen Anhänger mieten oder doch einen Transporter. Aber dann kriegte man ihn noch mit offener Kofferraumklappe irgendwie vom Hof gefahren. Und dann wurde sein Leichnam in einer feierlichen Zeremonie im Bällebad versenkt. Und hinterher gab es Hotdogs für alle. Yay! Yay! Ist nicht schlecht. Oh, Achtung, wir sind wieder gefährlich, meine Damen und Herren. Nicht nur wegen der AfD, nein, die Bundesrepublik Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie. Wir haben tolle Soldaten, wir haben ein tolles Heer, wir haben eine tolle Armee. Das kann man auch, jawohl, das kann man auch ruhig mal sagen in diesen Zeiten, dass wir stolz sind auf unsere deutschen Soldaten, die in aller Welt die Arbeit machen, die andere Truppen nicht machen können, weil sie kaputt sind vom Kampfgeschehen und den echten Einsätzen. Wir fegen Stuben, wir kümmern ums Catering und wir machen Massage und so ein bisschen Pilates und so einfach. Das ist unser Job in der Welt, das ist aber auch völlig okay. Aber jetzt halten Sie sich fest, die Bundeswehr hat eine neue tödliche Laserwaffe entwickelt. Ist wirklich wahr, die Bundeswehr hat eine neue tödliche Laserwaffe entwickelt. Das spart natürlich auf lange Sicht, das finde ich toll, Geld im Gegensatz zu den alten Tintenstrahlwaffen, die. Neuen Nadelwaffen. Ja. Wir haben eine Laserwaffe. Ah. Wir haben eine neue Laserwaffe namens Hell, die wird zu Testzwecken zurzeit an PowerPoint-Präsentationen getestet. Und dann. Entschuldigung. Manchmal verlieren wir uns im Brainstorming für die Witze. Kleines bisschen. Aber der Feind rüstet auf gegen unsere tödliche Laserwaffe und baut einen Todesspiegel. Ein Krokus. Hashtag Hokus Krokus. Ach, und apropos, passend zur Landtagswahl. Wir haben noch ein paar AfD-Witzchen für Sie, meine Damen und Herren. Man muss ja in diesen Zeiten den politischen Strömungen mit Humor begegnen. Warum denn nicht? Kennen Sie den zum Beispiel? Was bekommt man, wenn man einen AfDler mit einem Hundewelpen kreuzt? Na? Anyone? Entweder einen total blöden Hund oder einen mega süßen Nazi. Das ist nicht so schlecht. Ja. Ist ein AfDler, der nicht komplett ausrastet, wenn er mit jemandem redet, der nicht seiner Meinung ist? Was ist ein AfDler, der nicht komplett ausrastet, wenn er mit jemandem redet, der nicht seiner Meinung ist? Bewusstlos. Ja. Ein noch, komm! Mach ihn! Ein noch, Bömi, ein noch! Wie nennt man eine Gehirnzelle im Kopf eines AfD-Mitglieds? Tourist. Dennemann? Ja. Was hast denn du heute auf dem Wahlzettel? Was Aktuelles. Was Aktuelles von Dennemann und der Freien Radikale. Ticket gleich Sende. Papa Dendo und der Zeitgeist. Papa Dendo und der Zeitgeist. Sei mal lieber auf der Höhe, wenn du schon zum Mike reist. Sei mal lieber am Puls und bleib mal hier bei den Coolsten. Sag mal lieber was, wenn du schon so weit reist. Aber Papa Dendo ist im Haus voll hip, voll hopp. Damit kennt er sich gut aus. Hier gibt's alle Elemente, die du brauchst. Papa Dendo ist schon fast so lang auf Sendung wie die
Maus und alles, was ich weiß, weiß ich von ihr. ABC, Doremi, 2, 3 zu der 4. Und weil ich den Zeitgeist nicht studiere, habt ihr euren scheiß Lifestyle auch nicht von mir. Voll kaputt, kein Schwung in der Kiste. Statt oben vom Heu seid ihr unten mit Crystal. Geht nicht zur Wahl, jammert auf dem Sofa rum. Ist euch egal, wie kann man auch noch so verdumm? Staunt verwundert aufs Wahlergebnis. Sieht aus wie ein braun angemaltes Tetris. Mensch, nur wer um seine Stimme weiß, der kriegt für den Mittelfinger auch einen Grimme-Preis. Ja, Papa ist voll auf dem neuesten Stand, ja. Papa kriegt was mit vom deutschen Land, ja. Einmal die Woche weiß ich, was abgeht. Und wer was, weiß ich, wie am Rad drehen. Nein, der Papa ist nicht hängen geblieben, nur weil er glaubt, wer Hip-Hop mag mit Ende lieben, ja. Papa macht den Rap zum Rentnersport. Immer noch großes Tennis auf dem Center Court. Irgendwann wird Papa Dende belohnt, ja. Und falls nicht, ja, dann Envil-Syndrom. Papa, Papa, Papa Dende und der Zeitgeist. Sei mal lieber up to date, wenn du hier vorbeischneist. Papa, Papa Dende und der Zeitgeist mit einem Peace-Zeichen für die Generation High Five. Dendemann und die Freie Radikale, Hashtag der Woche, Hokus Krokus. Und das ist die Hörbuchversion des Bestsellers unseres heutigen Gastes, der goldene Handschuh, Heinz Strunk. Heute hier zu Besuch im Neo-Magazin und Musik von Hertz. Und ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, meine Damen und Herren, es tut sich so viel im politischen Berlin. Nicht nur eine neue Beziehung für Liebes- und untenrum Minister mit besonderen Aufgaben, Heiko Maas, den wir hier sehr schätzen und bewundern, auch aufgrund seiner Social-Media-Aktivitäten. Nein, ein neues Kind ist geboren. Der Bundesregierung ist ein neues Kind geboren. Manuela genau. Schwesig, Sozialministerin für Arbeit und Soziales. Familiensoziales, ja, Arbeit. Hat uns ein Baby geschenkt. Das gibt's doch. Ein SPD-Baby am Weltfrauentag. Am Weltfrauentag. Wie heißt das Kind? Julia. Heißt nicht Ihr erster Sohn schon Julian? Julian. Also ja. Das erste Kind heißt Julian. Ja. Und das zweite Kind heißt Julia. Ja, Julia, damit man sich das besser merken kann. Toll. Ja, freuen wir uns am Weltfrauentag. Ja. Einen großen Applaus für Manuela Schwesig. Alles Gute, liebe Grüße. Wird wahrscheinlich Ihre Regierungsgeschäfte auch vom Wochenbett. Ja. Der Vater ist auch wohlauf. Ja, und ja. Die Mutter ist natürlich jetzt frisch entbunden, schon gleich wieder den Bauch wegtrainieren und dabei irgendwelche Sachen unterschreiben. Ja, hat die Power drauf, will am 1. Mai schon wieder anfangen zu arbeiten, ist halt fit. Das aber ja viele Mütter brauchen da Unterstützung. Ne? Das haben wir jetzt lesen können. Ne? Das hat mir unsere Redakteurin Nicole erzählt, die ist wahrscheinlich noch vom ZDF, unsere Redakteurin, die es wahrscheinlich aus der Kantine kennt. Die große, meine Damen und Herren, das ist wirklich wahr, die Mutterdroge soll angeblich Crystal Meth. Crystal Meth. Ja. Mütter, immer mehr Mütter nehmen, vor allem immer mehr Mütter in Dresden. Hast du auch? Genau. In Dresden, weil Dresden ist ja die Messhochburg in Deutschland. Im Abwasser von Dresden ist 10-mal mehr Mess. Als in der Blutbahn von Volker Beck. Genau. Da müssen wir uns mal entschuldigen, ganz kurz. Volker Beck, letzte Woche großes Missverständnis für uns. Ja. Wir sind einfach gestrickt hier im Neo-Magazin Royal. Wenn wir die Schlagzeile sehen, Grünpolitiker, Bundestagsabgeordneter, mitten in der Woche am Neuendorfplatz mit Crystal Meth erwischt, ist das für uns gefundenes Fressen. Da machen wir uns lustig rüber. Ja. Da sind die Zwischentöne nicht so wichtig. Da schalten wir auf Tunnelblick und machen einfach einen Scherz nach dem anderen. Im Nachhinein haben viele gesagt, das kann doch nicht sein. Man muss da Verständnis entgegenbringen. Und auch die persönliche Biografie, so viel getan für die LGBT-Bewegung, natürlich. Und vor allen Dingen der Nollendorfplatz. Es ist nicht Volker Beck, der schuld ist. Nein, der Nollendorfplatz zieht immer mehr Menschen rein, die einfach so in den Tag hineinleben, einfach ihre Heterosexualität, ihre drogenfreie Heterosexualität in Berlin ausleben wollen, steigen versehentlich am Nollendorfplatz aus und zack, 10 Minuten da gestanden, drogensüchtig und schwul. Und meine Damen und Herren, das kann auch Ihnen passieren. Wir haben unsere Reporterin Larissa Meth, Larissa Ries, nach Berlin geschickt. Larissa, du bist zurzeit jetzt gerade am Nollendorfplatz, dem Drogen-Hotspot, wo Volker Beck aufgegriffen wurde mit 0,6 Gramm Crystal Meth. 0,6, das ist fast ein halbes Kilo. In D-Mark umgerechnet sind das 14 Mark. Um mal klar zu machen, was für eine Menge das war. Larissa Meth, du bist am Nollendorfplatz in Berlin. Wie ist die Stimmung, wie ist die Lage? Ist es so gefährlich, wie man vermutet? Larissa? Ja, Jan, ich befinde mich hier gerade am Nollendorfplatz. Ja, habe ich ja gesagt. Berlin-Schöneberg. Ja. Auf den ersten Blick ein normaler, unscheinbarer, friedlicher Ort. Falsch. Das gibt's nicht. In Wirklichkeit handelt es sich hier um die berüchtigste Meth-Hochburg der Welt. Das gibt's nicht. Dementsprechend gilt dieser Ort auch als Hauptschlagader der schwulen Szene. Ich frage jetzt einfach mal nach, wie es sich in der Meth-Hölle Nollendorf Platz so lebt. Da ist doch ein Schwuler. Haben Sie Angst? Ja, klar. Immer wenn mein Hitler-Speed ausgeht, muss ich mir gleich Nachschub besorgen. Früher hat man bei den Sexpartys auf Koks oder K.O.-Tropfen zurückgegriffen. Heute nimmt man Crystal Meth.
Und jetzt habe ich auch schon wieder Bock. Meth, Sex, Koks, Meth-Heads laufen hier ein und aus und auch Spitzenpolitiker holen sich hier ihr Tee. Das ist doch... Tee steht für Tina, Tina steht für Crystal Meth. Sich hier sein Schiff besorgen und schwul sein, Alltag am neuen Dorfplatz. Ganz kurz mal, Larissa, habe ich das richtig gesehen, dass unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, das ist doch die Bundeskanzlerin am neuen Dorfplatz. Ja, das kann sein. Das ist ein hartes Pflaster hier und doch irgendwo auf den ersten Momenten beschaulicher. Machen Sie mal Platz hier. Der Bürgersteig ist für alle da. Mensch, Chico, das hast du wieder mitten auf dem Weg gemacht. Mensch, ich hab dir 100-mal gesagt, nicht mitten auf den Weg. Und damit vom neuen Dorfplatz zurück zu dir, Jan. Gibt's auch gar nicht. Das ist gefährlich. Ja. Weißt du, ich dachte, der neuen Dorfplatz sieht wirklich aus, das ist, könnte auch jede x-beliebige Ecke hier in Köln sein. Sieht aus wie bei uns in Köln. Das ist ja wirklich genau. Irre. Der ist mega gefällt. Meine Damen und Herren, machen Sie einen großen Bogen um Berlin, vor allen Dingen um Berlin-Schöneberg. Sie könnten schwul und Crystal Meth-süchtig werden. Sündenbabel. Und das Sündenbabel-Neuendorfplatz. Ja. Pfui, pfui. Und zum Glück haben Sie uns hier vom Neo-Magazin Royal. Wir gehen für Sie rein, wo der Löwe wohnt. Wir gucken bei Ihnen, wir gucken für Sie in Berlin-Mitte nach, was da zurzeit abgeht. Sie können also ganz bequem zu Hause auf dem Sofa sitzen bleiben und sich anschauen, was zurzeit geht im Trendvulkan Mitte. Das ist der Trendvulkan Mitte mit den heißesten Trends aus Berlin-Mitte. In diese Woche in Berlin-Mitte der Mädchenname Julia. Out in dieser Woche der Jungsname Julian. Oh. Kommen wir nun zum Tinder-Match der Woche. Oh. Oh. Küsst euch doch mal. Das ist ja süß. Ah, jetzt küsst euch doch mal. Jetzt küsst euch doch mal. Ein Oh. Oh. Jetzt küsst euch doch mal. Jetzt küsst euch doch mal. Oh, Mann. Und das sind die Top 6. Das sind die Top 6 Kindernamen in Berlin-Mitte diese Woche. Auf Platz 6 Spätfried, Kurzform Späti. Späti. Spätfried ist sonntags immer dicht, wie in diesem Satz. Auf Platz 5 der Top 6 Kindernamen Binschhelm. Binschhelm, Binschhelm, es ist März, mach sofort das iPad aus. Binschhelm. Auf Platz 4 der Top 6 Kindernamen in Berlin-Mitte, Vegangelika. Gluten-Morgen, Vegangelika. Kannst du mir bitte den im Naturdarm gereiften Bergheiner Nillenkäse rüberreichen? Ach, danke schön. Auf Platz 3 der Top 6 Kindernamen in Berlin-Mitte, Greindalf. Greindalf schläft selten durch. Greindalf kommt nachts öfter. Auf Platz 2, Ket Armin. Kid Armin und sein Freund Alice Detlef möchten gern Meth-Diener werden. Und auf Platz 1 der Top 6 Kindernamen in Berlin-Mitte. Phil App übernachtet am Wochenende bei seinem Divell-Opa. Berlin-Mitte, das ist so ein heißer Scheiß da. Ey. Was da wieder geht, das kriegt man ja hier gar nicht mit. Meine Damen und Herren, das ist das Hörbuch von Heinz Strunk, Der goldene Handschuh. Fantastisches Hörbuch, wirklich tolles Buch, kann ich Ihnen nur sehr ans Herz legen. Und ist Ihnen vielleicht aufgefallen, wenn Sie Hörbuchkonsument sind, Hörbücher haben sich technologisch in den letzten 30 Jahren nicht sonderlich weiterentwickelt. Romane werden vorgelesen, manchmal von Prominenten, manchmal vom Autor selbst. Das Ganze kommt auf CDs, ganz viele CDs hier drin sind. Das Ganze wird eingelesen, kann man sich dann anhören auf dem CD-Player oder als MP3. Das ist pretty much Hörbuch. Aber, meine Damen und Herren, wir wären nicht das Neo-Magazin Royal und ich wäre nicht Facebook-Freund mit Joko Winterscheid, wenn ich nicht meinen Riecher überall drin hätte, mein Venture-Kapital locker gemacht hätte für das heißeste Start-up derzeit am Markt, bei dem auch Sie noch Stakeholder werden können. Denn es gibt jemanden aus Berlin-Mitte, der das Konzept Hörbuch in ganz anderes Level weiterentwickelt hat. Und wenn Sie mögen, können Sie Ihre Ersparnisse komplett sich in dieses Startup investieren. Gemeinsam mit mir, würde mich wahnsinnig freuen. Schauen Sie mal, ob das vielleicht was für Sie ist. Das ist Audio. Let's go, start it up. Let's go, start up. Hallo. Genauso wie Sie liebe ich Hörbücher. Ich liebe packende Romane und spannende Thriller. Aber genauso liebe ich auch viele andere Arten der Literatur, auf die ich leider verzichten muss, da es sie einfach nicht als Hörbücher gibt. Bis jetzt. Willkommen bei Audio. Erleben Sie Comics als Hörbuch. Florian Matthias, wir sind bereit. Im ersten Panel sehen wir Onkel Dagobert, wie er
auf einem Weg läuft. Rechts unten sehen wir Donald, freudig erhebte Mundwinkel, eine Zunge spitzt durch den Schnabel. Die Hand, immer. Die Hand. Die Hand. Die linke Hand. Auch da. Wir konnten schon viele Prominente für unsere Idee begeistern. Also das ist was vollkommen Neues. Ich mache seit 35 Jahren Hörspiele, seit über 15 Jahren Hörbücher. Sowas habe ich noch nie gemacht, das wurde mir noch nie angeboten, das gab es ja bisher nicht. Aber ich glaube, das startet richtig durch. Drei, Leerfeld, 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 drei. Eins. Leerfeld, eins, sieben. Auch zum ersten Mal als Hörbuch Landkarten. Wir sind in Herresbach. Von da aus führt die Bundesstraße 258 nach Meuspath. Erleben Sie den berühmten Kinderbuchklassiker Wo ist Walter? Als Hörbuch. Ah, da ist er. Aktuell arbeiten wir daran, Hörbücher barrierefrei zu gestalten. Und so arbeiten wir gerade an einem Hörbuch speziell für Schwerhörige. Doch obwohl ein politischer Fanatiker nicht einfach in die nächste Apotheke gehen kann, 10 Milliliter... Auch haben wir ein Hörbuch speziell für Blinde im Angebot. Wie so ein L falsch rum auf dem Kopf. Zwei oben, zwei unten, ein Loch. Zwei Hubbel, ein Hubbel unten. Das hört sich komisch an, das ist ein bisschen das... Das ist irgendwie ein Krümel, aber das ist... Oh doch, das war ein Krümel. Aber ich dachte mir, da geht doch noch mehr. Und deswegen haben wir Tag und Nacht gebrainstormt und plötzlich hatte ich sie. Die Idee. Was fehlt bei einem Hörbuch? Das Bild. Entscheiden Sie selbst, welcher Prominente für Sie lesen soll. Barack Obama liest Feuchtgebiete. Gina Lisa liest die Brockhaus-Enzyklopädie. Band 4. Flair liest das Steuergesetzbuch. Investieren Sie in Audio. Joko Winterscheid ist auch schon an Bord und der investiert wirklich nicht in jedes beschissene Dreckstart-up. Die Idee ist so einzigartig, ne? Das letzte Mal, als ich das Gefühl hatte, dass da sowas um die Ecke kommt wie Audio, war bei Facebook. Audi? Jo. Audi? Audi. Jo, oder? Haben wir den hier? Hey, ne? Hey. Investieren Sie in Audi. Yo. Sie können uns Geld rüberschicken, wenn Sie den Hashtag benutzen. Fokus, Krokus auf Ihrem Überweisungsträger. Meine Damen und Herren, wir sind das Neo-Magazin Royal und in aller Welt gefürchtet und geliebt dafür, dass wir Welten zusammenbringen, die normalerweise nichts miteinander zu tun haben. Unter anderem die Welt der Musik und die Welt der Computertechnologie. Hello, my name is Ludwig. Please follow me into the wonderful world of German engineering. These five German engineers worked hard for half a year to make this awesome idea become a fascinating reality. They figured out that you can make great sound of old computer devices and use them like real instruments. Listen, these instruments are floppy disk drives, flatbed scanner, hard drives, 24-pin needle printer, 9-pin needle printer, the electric typewriter, maxi tower case, 56K modem. Ladies and gentlemen, this is the Geekcaster. Promise you won't let me go.
till you catch me when I fall. Wrap your wings around my body when I'm lost in the storm and I'm calling. Wrap your wings around my body. Wrap your wings around my body. Wrap your wings, wrap your wings, wrap your wings around my body. Valley below, we're flying above the valley below. We're flying above the valley below. We're flying above the valley below. Wrap your wings around my body. Wrap your wings around my body. Wrap your wings, wrap your wings, wrap your wings around my body. Meine Damen und Herren, war schon ein oder zweimal im Neo-Magazin Royal, noch früher, als wir noch cool und angesagt waren und nicht so mainstreamig wie jetzt. Einer der lustigsten Vögel, die so rumlaufen, nördlich der Weißwurstgrenze. Ein fantastischer Musiker, ein toller Mensch und seit diesem Buch, was ich jetzt nur als Hörbuch vorliegen habe, auch ein tolles Buch, Hardcover, 19,95 Euro und jeder Cent ist es wert. Ein, ich würde sagen, Shootingstar der deutschen Literaturszene und zwar ernsthaft. Meine Damen und Herren, heute zu Gast Heinz Strunk. Und wenn Sie nicht wissen, wer das ist, das ist er. Heinz Strunk, der 1962 per Wassergeburt im Hamburger Hafen entbundene Matthias Half-Pape, hatte in seiner Jugend nicht nur starke Akne und ein Alkoholproblem, sondern spielte auch noch Querflöte. Weil er beim Eventkegeln eine Wette verlor, musste er 3 Mexikaner exen und 12 Jahre mit der Tanzband Tiffany's durch norddeutsche Vereinsheime touren. Dort ließ er sich auch für seinen Bestseller Fleisch ist mein Gemüse inspirieren und den Bauchnabel piercen. 2006 ging er zusammen mit dem Schneidezahnmodel Charlotte R. auf Lesetour, um aus der Doktorarbeit Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern vorzulesen. Bei einer Parteisitzung seiner Partei, Die Partei, lernte er Jacques Chirac und Rocco Stark kennen und gründete das Telefonstreichtrio Studio Braun. Die drei haben den Enkeltrick erfunden und sorgen zwischendurch mit ihrem fiktiven Bandprojekt Fraktus für Unruhen im Land. Klatscht eure goldenen Handschuhe zusammen für Heinz Strunk. Und da ist er, Heinz Strunk! Heinz! Ja. Alter! Ja. Ja, schön, dass du wieder da bist. Das letzte Mal warst du im kleinen Neo-Magazin Royal Studio. Ich war einmal kurz mit Fraktus hier, aber das letzte Mal als Einzelgast. Und also, ich sag mal so, wie oft kommen wir noch in den Genuss, dich als Gast hier zu haben, jetzt wo du literaturmäßig richtig abgehst? Naja, ich komme ja gerne zu dir, wie du weißt. Und für uns beide ein erfreulicher Umstand, dass ich jetzt nicht mit einem Ladenhüter zu Gast bin, sondern
Ich habe gestern Abend noch in der Vorbereitung die Rezension von Jürgen Kaube von der FAZ gelesen. War, glaube ich, eine der ersten. Das war die erste. Die allererste. Hat den Top-Down-Prozess einge... War ein Top-Down-Prozess? Ja, genau, so nennt man das. Wenn es von den Opinion-Liedern so runter sickert. Aber das war ja schon längst eingetütet mit uns. Deswegen ja, bist du sozusagen außer Dingspunkt. Man muss mal ein bisschen was über das... Ich muss ein paar Sachen über das Buch fragen. Du hast vorher, ich sag mal, Pop-Literatur gemacht. Na, das bestreite ich. Es ist nur so, dass meine letzten literarischen Werke der Öffentlichkeit weitgehend, sagen wir mal so, haben nicht so viele Leute gekauft. Ja, aber naja, aber gute, lustige, skurrile Bücher. Dieses Ding ist aber ganz anders entstanden. Das ist nicht einfach aus dem Kopf rausgepullert, sondern da hast du für gearbeitet. Jahre, drei Rechercheblöcke, umfangreich, 5 Jahre an 250 Seiten ganz gebastelt. Ganz im Ernst. Ja. Wie sah die Arbeit aus? Ich habe zum einen irgendwie, also das ist ja so, das Buch heißt Der goldene Handschuh, ja. Und da hat der Frauenmörder Fritz Honker seine sämtlichen Opfer kennengelernt. In der Kneipe in Hamburg. Genau, eine 24-Stunden-Kaschemme seit 1962, 24 Stunden am Tag geöffnet, und ich bin da als Zufallsgast havariert und fand das Soziotop so interessant, dass ich dann gleich da geblieben bin. Okay. Es gab drei Blöcke. Das eine war, ich habe die 18 Prozessordner einsehen dürfen, und das zweite war, ich habe in der Reda-Szene, es gibt einen B-Plot, wo es um die Reda-Szene geht, also das entgegengesetzte soziale Milieu, da durfte ich auch, habe ich auch ausführlich mit angerissen. Die piekfeinen Hamburger. Ja, die piekfeinen Hamburger. Wobei der Sohn mich ein bisschen an, also Züge von dir hat. Kann das sein? Wir haben alle ein bisschen Züge, auch Honka. Ja, auch das stimmt, ja. Nur die Guten natürlich. Ja, genau. Wie muss man sich das vorstellen? Du bist ja in Hamburg zwar in der Kulturszene aktiv, aber eigentlich bist du ja Studio Braun-Heinz, der lustige Heinz. Ja, wenn der lustige Heinz. Wenn du da bei der Staatsanwaltschaft ankommst und sagst, ich hätte gerne die Prozessakten von Fritz Honka, das geben die ja nicht einfach so raus, wahrscheinlich. Nee, ich habe aber ganz normal, irgendwie wie jeder andere auch, ich habe beim Hamburger Staatsarchiv einen Antrag gestellt, schriftlich, und dann wurde mir das genehmigt. Ich bin vermutlich der erste Mensch seit 1976, der diese Ordner einsehen wollte, und das weiß ich nicht, ging klar. Und das ist jetzt nun kein Mord oder kein Serienmörder wie in einem Krimi, also wo irgendwelche psychopathischen, aber dann auch nachvollziehbaren Motive dahinter stecken, weil das irgendwie eine spannende Kriminalstory ist, sondern das ganze Buch, auch das Hörbuch, das alles findet in so einem menschlichen Sumpf statt, wo man manchmal auch, also wo man sich auch fragt, wie das dazu, also dass der Mord gar nicht das Schlimmste ist, fast. Nee, es geht auch darum, dass es der Versuch des Buches, normalerweise wird in Kriminalbüchern, das ist ja kein Kriminalroman. Nee, genau. Wird der Serienmörder gewissermaßen als abstrakte Bestie dargestellt, das Böse schlechthin. Und hier geht es darum, um die entscheidende Frage, Täter oder Opfer. Honka war wohl beides. Und als Autor ist ja vielleicht die wichtigste Eigenschaft, die man mitbringen sollte, Empathie. Nicht zu verwechseln mit Sympathie. Und sich da reinzufühlen, wie es dazu hat kommen können, dass dieser Mann auch ja mit einer Leiche 4 Jahre in einer 18 Quadratmeter Dachgeschosswohnung zusammenlebte. Wie hat er das denn gemacht? Also, ich meine, sehr viel Fichtennadelspray und Duftsteine benutzt. Fichtennadelspray und Duftsteine? Ja. Es war vor dem Wunderbaum wahrscheinlich, gibt es mittlerweile Wunderbaum. Das war vor dem Wunderbaum, und als die Nachbarn sich, als die anderen Opfer sich beklagten, warum es hier so schlecht röche, sagte er, die Gastarbeiter im Erdgeschoss, die Griechen, die sind schuld, weil die fremdländische Gerichte aus der Heimat kommen. Damals war man das noch nicht so gewohnt, und es wurde geglaubt. Ach so, wobei das in Teilen von Sachsen noch immer als Ausrede für schlechte Gerüche gilt. Ja, das glaube ich gerne, ja. Die Mutti ermordet hat und da hinter der Trockenbauwand liegt, dann sagt man, der Türke kocht wieder streng. Und der hat teilweise die Leichen dann zerstückelt und hinter irgendwelche Wände geschoben und ist dann irgendwann aufgeflogen. Und du sitzt dann in derselben Kneipe, denkst du dein Buch zusammen, in der Typ auch, das war sein Lebensmittelpunkt. Ist das nicht ein merkwürdiges Gefühl, dann da zu sitzen? Nö, das kann ich nicht sagen. Also es ist schon so, also zum einen lagen da jetzt zwischen meinen eigenen Sitzungen und den Honka-Sitzungen immerhin 40 Jahre. Und das andere war, das ist jetzt ja mittlerweile, in den 70er Jahren war es so ein wahnsinnig hartes Pflaster, der Hamburger Berg, der Kiez. Heute ist es eher so eine studentische Amüsiermeile, und auch der Handschuh hat nicht mehr die Härte. Also es ist zwar schon noch unter der Woche das harte Trinkermilieu da bleibt unter sich, aber am Wochenende durchmischt sich darum. Es ist ein ganz unterhaltsames
da sein. Wobei also mein Freund und Kollege Olli Schulz sagte, weil er auch öfter mal im Handschuh zu Gast ist, das ist nicht so eine Kneipe, in die man so als Hipster ironisch gehen kann, sondern da wird man schon, da ist dann schon Gewalt angesagt, wenn man, naja, wenn man da versucht. Gewalt sich, angesagt. Naja, aber ich sag mal, zumindest ist das nicht so eine Berlin-Mitte-Kneipe, wo man sagt, ey komm, wir gehen heute mal, nee, mal gucken, wie die Assis so trinken. Sondern nee, das ist auch das ist sowas, dieses voyeuristische und Elendstourismus und so, mal gucken, wie die armen Schweine da sich vergnügen oder nicht vergnügen, das ist der falsche Ansatz. Ich war mit Olli auch ein paar Mal da. Mhm. Und Heiligabend übrigens, das war am besten, ja. Das zweimal Heiligabend. Über 2008 und 2013. Ja, Heiligabend im Handschuh? Ja. Das ist ganz schön, denn. Das ist ganz was sind denn da Heiligabend für Leute? Also mein, ja, ganz normale Menschen. Wie ihr halt. So, also Typen wie wir alleine an Heiligabend. Ja. Schenkt man sich da was? Oder gibt es zwei Korn ins Bier? Das weiß ich gar nicht so genau. Das ist schon sehr dekorativ hergerichtet mit Kerzen und so. Ja. Ne? Und das ist, also ich finde, dass da so die verlorenen Seelen, zu denen Olli und ich dann auch zählten, das ist schon, ich bin das aufgefangen ist durchs rührend. Geld. Inzwischen aufgefangen vom Geld. Ja, und ja genau, vom Geld. Und vom Erfolg. Ich habe gehört, jetzt geht's zu Lanz, jetzt geht's wahrscheinlich dann in eine Kerner-Spielshow. Jetzt darfst du beim literarischen Quartett. Nee, zu Kerner gehe ich nicht, das meine ich nicht. Ja, aber so Grenzen auch für mich. Honka ja, aber Kerner nein. Du hast die Handynummer von Leoma Mangold wahrscheinlich. Jetzt du bist ja, angekommen. Ja, habe ich auch. Wirklich, ich ne? Auch, ja. Wie ist das abgelaufen? Wer hat wen gefragt, wer die Handynummer bekommt? Wir haben uns, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe aufs Handy geguckt, da war die Handynummer von Leoma Mangold. Einfach drauf. Das ist der Wahnsinn, ne? Nee, aber du bist jetzt, mit diesem Ding bist du in so eine ganz neue. Also, du hast dich eigentlich verabschiedet von unseriösen Fernseharschgeigen, die jetzt irgendwie versuchen, mit so halbgarer Kunst über Wasser zu bleiben. Nee, du bist jetzt in so einem, von mir, aus meiner Perspektive. Nein, ich sehe das nämlich ganz anders. Irgendwie, also, das ist gewissermaßen mein Ziel gewesen und das hat sich jetzt zum Teil ja verwirklicht, dass man, wenn das nämlich gut ist, dass man auch durchaus verschiedene Sachen machen darf, die vermeintlich inhaltlich nicht so viel miteinander zu tun haben. Also so Literatur und eben Fraktus oder Studio Braun oder was ich sonst so mache und so. Und es muss nur gut sein. Das ist das. Stimmt, dass das Lektorat für dein Buch so hart war? Also ich habe gelesen, dass du ein Jahr lang geknechtet wurdest von einem Lektor. Und ja, das ist aber gut so. Also ein hervorragendes Buch und ein hervorragendes Lektorat nicht denkbar. Aber du bist doch ein Künstler, der, ich sag mal, normalerweise seine Sachen alleine abgibt und dann froh ist, wenn die Leute das geil finden. Aber wenn dann einer sagt, ja Heinz, du, folgendes, die Seite, die du dir da jetzt in 3 Wochen rausgequält hast, die ist noch nicht ganz da, wo sie sein soll. Die ist, also anders gesagt, die ist ganz schön scheiße. Kannst du das nicht irgendwie umschreiben? Ja, ich bin richtig. Also ich freue mich sogar ganz doll darüber, über meinen Lektor, Dr. Markus Gärtner. Doktor? Ja, der mich, sagt man doch Doktor gerne. Der mich immer wieder an meine Grenzen weist und so. Nee, das ist also ich glaube ernsthaft, wenn man dazu nicht in der Lage ist oder das auch nicht will oder sich verweigert einem Lektorat oder Kritik allgemein, dann kommt man im Leben nicht weit. Fortzufressen wie Kartoffelsalat, einer der schönen Sätze daraus. Also fantastische Hat man das verstanden, was du gesagt hast? Fortzufressen wie Kartoffelsalat. Genau. Ralf, ich habe jetzt schon zweimal Fortze gesagt. Ist das okay noch mit den Hauptprogrammsrichtlinien oder war das jetzt einmal schon zu viel? Das geht noch. Das ist nämlich das letzte Fortze sicherheitshalber zurück. Ja, steht, zwei mit außerdem F gesprochen. Ja. Literatur, ja, Heinz Strunk, können Sie anhören, gelesen vom Autor selbst hinten. Und ich weiß genau, wie das in diesem Raum riecht, hinten, in dem du dich fotografiert hast. Ganz neutral. Naja, wenn man da 5 Stunden oder nee, noch länger, wie viele Minuten ist das? Wahrscheinlich Tage, 2 Tage Hörbuch eingelesen. Wenn man da so drin sitzt, das stinkt dann doch schon recht. Nee, ich nicht. Du? Das ist, seit ich Geld habe, rieche ich nicht mehr so schlecht. Ja, genau. Wir haben uns ein Spiel überlegt, weil wir haben ein Video von dir gesehen, in dem du Fernsehköche beleidigst. Ja. Und zwar derart eloquent, dass es fast schon Lob ist, Fernsehköchen, also mit so viel Mühe, Beleidigungen an den Kopf zu knallen. Und jemand, der sprachlich der Straße so nah ist, müsste doch eigentlich in der Lage sein, in einem Beleidigungswettkampf zu bestehen. Ja, das wollen wir mal abwarten. Meine Damen und Herren, wir haben eine Rubrik durchgeboxt durch den ZDF-Fernsehrat mit folgendem Titel. Herzlich willkommen bei ZDF Fick dich in ZDF Neo. Ralf Kabelka wird kurz die Regeln dieses Spiels erklären. Wie funktioniert das Spiel, Ralf? Bei Fick dich geht es darum, dass die beiden Kontrahenten sich schlimmstmöglich beleidigen. Es gibt beim verbalen Angriff des Gegners keine Grenzen. Alles ist erlaubt. Gewinner von Fick dich ist derjenige, der am grausamsten dem Gegner wehgetan hat. Seid ihr bereit? Easy. Ja. Okay. Dann beginnt... Du bist als Gast, darfst du anfangen. Beginnt ihr jetzt. Ja gut, dann fange ich mal so mit Oldschool an. Oldschool-Beleidigung. Klappstuhl.
Schlecht. Kalter Puffer. Ah. Pass auf. Jetzt kommt er. Dein Buch ist so schlecht, dass es bei Amazon auf Verkaufsrang 12 ist. Und zwar hinter einem Smoothie-Buch, dem Handelsgesetzbuch und auf Platz 1 dem Thermomix-Buch. Ich weiß. Das tat weh. Das tat weh. Das tat weh. Das ist ein gemeiner Applaus. Das war ein Pressesprecher. Ein Pressesprecher im Publikum, der klatscht immer dann, wenn es ein bisschen dünn wird für mich. Na los, Heinz. Ja, komm, ja, jetzt komm, Heinz, it's on. So, folgende Formulierung, die bitte zum geflügelten Wort wird. Jan Böhmermann, Doppelpunkt. Der Fehler wandert mit. Du bist der Schlechteste von Fraktus. Oh je, voll gemein. Oh je. Sie sind... Das sehe ich schon beim Sie, ne? Sie. So getroffen, dass ein Sie gewechselt ist. Scheißhaus-Alien. Schön. Das ist von mir, das wollte ich, das ist eine Kreation, leitet sich ab von dem hessischen Schimpfwort, das ich kenne, nämlich Scheißhaus Fotze. Und ich habe es modifiziert, damit es auch im Fernsehen möglich ist, ausgesprochen zu werden, nämlich Scheißhaus Alien. Ja, habe ich sonst noch was? Rentnerficker. Hä? Rentnerficker. Gemein. Du Fragment. Du Fragment? Ja. Das ist modern, das ist Jugendsprache, das habe ich aus meiner Lieblingssendung Köln 50667. Du Fragment? Ja, du Fragment. Du Köln 50667 Gucker. Ja. Als Mensch zu dumm, als Schwein zu kleine Ohren. Ja. Ich habe meinen Pulver verschossen, ich kann nicht mehr. Pissetrinker. Och, der ist ja. Kloscheinlecker. Ja. Mit Olli Schulz an Weihnachten im Handschuhsitzer. Ja. Acer Spoiler Splasher. Das waren drei. Du Lektorierter. Letzter Aufschlag. Milf. Wow! Sehr, sehr gut. Ich sehe da jetzt tatsächlich nach diesem furiosen Finale einen Gleichstand. Lass mir das Publikum entscheiden, wer ist für Jan Böhmermann? Danke. William. William ist für mich. Danke, William. Okay. Danke. Also fast keiner. Und wer ist für Heinz Strunk? Heinz Strunk, meine Damen und Herren. Nächste Woche zu Gast, Zeller zum Mundschuh, seien Sie mit dabei. Der goldene Handschuh, bitte kaufen Sie das Buch, das ist wirklich sehr gut. Gerne mal an die Freie Radikale. Bis nächste Woche, tschüss. Ja. Mega peinlich, du Fragment. Da sitz ich lieber mit Olli Schulz an Weihnachten im Handschuh, als mir diese Klappstuhlshow weiter anzusehen. Bei dem Trump-Gag hat man die Grillen zirpen hören. Wenn ich die Stimmung nicht ein bisschen angeheizt hätte, dann wären selbst die Krokusse draußen vor Langeweile wieder zurück in die Erde gekrochen. Unfair? Nein. Ich bin selbstverständlich unparteiisch. Sorry trotzdem. Durchaus passieren. Eine niedrige Wahlbeteiligung ist ein riesiges Problem. Und um die Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt zu erhöhen, hat sich die Landesregierung was einfallen lassen. Jetzt mit jedem Wahlzettel einen McDonald's-Gutschein und ein gratis Tribal-Tattoo pro Wähler. Kann man sich direkt
in der Wahlkabine stechen lassen. Liebe AfD-Wähler, wenn Sie das jetzt wieder erwarten, gucken sollten, weil, keine Ahnung, Sie Ihr Compact-Magazin durchgelesen haben. Hallo, liebe AfD-Wähler, ganz wichtig am Sonntag bei der Wahl. Bitte schreiben Sie, bevor Sie den Wahlzettel in die Urne werfen, schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse auf den Wahlzettel. Und bei den Parteien, die Sie nicht wählen möchten, machen Sie bitte ein trauriges Smiley in den Kreis dahinter. Ganz wichtig. Schreiben Sie bitte Ihren Namen auf den Wahlzettel. Das ist ganz wichtig. Aber nur die AfD-Wähler. Ganz, ganz wichtig. Traurige Nachrichten aus Schweden. Hier wohnst du noch oder lebst du schon? IKEA, der Erfinder des Billigregals von IKEA, Gilles Lundgren, ist tot. Oder wie man bei IKEA... tot oder wie man bei IKEA sagt, er wohnt noch. Lisa, weißt du, wie er gestorben ist? Weißt du, wie er gestorben ist, Ralf? Ich glaube, der ist einfach zusammengebrochen. No, he did, Aaron. Yes, he did. Ja, Gilles Lundgren ist gestorben, der Erfinder des Billigregals. Als Zeichen der Trauer haben viele Frauen am Wochenende einen Beutel Teelichter mehr gekauft. Einfach, und zwar... weil Gilles Lundgren, das wissen die wenigsten, nicht nur der Erfinder des Billigregals war, sondern auch ein großer Feminist. Gilles Lundgren war ein großer Feminist. Dank ihm denken Millionen Frauen weltweit, dass sie handwerklich begabt sind. Und das ist eine ganz tolle Leistung, deswegen... Nee. Aber no. Bitte kein Mitleidsapplaus, das ist ganz wichtig. Und wenn, dann bitte von dir, William. Die Beerdigung... Die Beerdigung von Gilles Lundgren verzögerte sich ein bisschen, das ist natürlich tragisch. Die Beerdigung verzögerte sich ein kleines bisschen, weil zwei Schrauben für den Sarg fehlten. Aber dann klappt es doch noch. Der Sarg wurde von einem gestressten Studentenpärchen in einem Einkaufswagen über den Parkplatz des Bestattungsinstituts geschoben. Passte allerdings nicht hinten rein in den VW Lupo. Musste ein bisschen in Stunden überlegte man, soll man sich einen Anhänger mieten oder doch einen Transporter. Aber dann kriegte man ihn noch mit offener Kofferraumklappe irgendwie vom Hof gefahren. Und dann wurde sein Leichnam in einer feierlichen Zeremonie im Bällebad versenkt. Und hinterher gab's Hotdogs für alle. Yay! Ist nicht schlecht. Oh, Achtung, wir sind wieder gefährlich, meine Damen und Herren. Nicht nur wegen der AfD, nein, die Bundesrepublik Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie. Wir haben tolle Soldaten, wir haben ein tolles Heer, wir haben eine tolle Armee. Das kann man auch, jawohl, das kann man auch ruhig mal sagen in diesen Zeiten, dass wir stolz sind auf unsere deutschen Soldaten, die in aller Welt... Ja, genau. Wie muss man sich das vorstellen? Du bist ja in Hamburg zwar in der Kulturszene aktiv, aber eigentlich bist du ja Studio Braun-Heinz, der lustige Heinz. Ja, also, der lustige Heinz. Wenn du da bei der Staatsanwaltschaft ankommst und sagst, ich hätte gerne die Prozessakten von Fritz Honka, das geben die ja nicht einfach so raus, wahrscheinlich. Nee, ich habe aber ganz normal, irgendwie wie jeder andere auch, ich habe beim Hamburger Staatsarchiv einen Antrag gestellt, schriftlich, und dann wurde mir das genehmigt. Ich bin vermutlich der erste Mensch 1976, der diese Ordner einsehen wollte, und das weiß ich nicht, ging klar. Und das ist jetzt nun kein Mord oder kein Serienmörder wie in einem Krimi, also wo irgendwelche psychopathischen, aber dann auch nachvollziehbaren Motive dahinter stecken, weil das irgendwie eine spannende Kriminalstory ist, sondern das ganze Buch, auch das Hörbuch, das alles findet in so einem menschlichen Sumpf statt, wo man manchmal auch, also wo man sich auch fragt, wie das dazu, also, dass der Mord gar nicht das Schlimmste ist fast. Nee, es geht auch darum, dass es der Versuch des Buches, normalerweise wird in Kriminalbüchern, das ist ja kein Kriminalroman, wird der Mörder, der Serienmörder, gewissermaßen als abstrakte Bestie dargestellt, das Böse schlechthin. Und hier geht es darum, um die entscheidende Frage, Täter oder Opfer. Honka war wohl beides. Und als Autor ist ja vielleicht die wichtigste Eigenschaft, die man mitbringen sollte, Empathie. Nicht zu verwechseln mit Sympathie. Und sich da reinzufühlen, wie es dazu hat kommen können, dass dieser Mann auch ja mit einer Leiche 4 Jahre in einer 18 Quadratmeter Dachgeschosswohnung zusammenlebte. Wie hat er das denn gemacht? Also, ich meine... sehr viel Fichtennadelspray und Duftsteine benutzt. Fichtennadelspray und Duftsteine? Ja. Es war vor dem Wunderbaum wahrscheinlich, gibt es mittlerweile Wunderbaum. Das war vor dem Wunderbaum und als die Nachbarn sich, als die anderen Opfer sich beklagten, warum es hier so schlecht röche, sagte er, die Gastarbeiter im Erdgeschoss, die Griechen, die sind schuld, weil die fremdländische Gerichte aus der Heimat kommen. Und damals war man das noch nicht so gewohnt und es wurde geglaubt. Ach so. Ja. Wobei das in Teilen von Sachsen noch immer als Ausrede für schlechte Gerüche gilt. Ja, das glaube ich gerne, ja. Die Mutti ermordet hat und da hinter der Trockenbauwand liegt, dann sagt man, der Türke kocht wieder streng. Und der hat teilweise die Leichen dann zerstückelt und hinter irgendwelche Wände geschoben und ist dann irgendwann aufgeflogen. Und du sitzt dann in derselben Kneipe, denkst dir dein Buch zusammen, in der
Typ auch, das war sein Lebensmittelpunkt. Ist das nicht ein merkwürdiges Gefühl, dann da zu sitzen? Nö, kann ich nicht sagen. Also es ist schon so, also zum einen lagen da jetzt zwischen meinen eigenen Sitzungen und den Honka-Sitzungen immerhin 40 Jahre. Und das andere war, das ist, also das ist jetzt ja mittlerweile, in den 70er Jahren war es ein wahnsinnig hartes Pflaster, der Hamburger Berg, der Kiez. Heute ist es eher so eine studentische Amüsiermeile und auch der Handschuh hat nicht mehr die Härte. Also es ist zwar schon noch unter der Woche das harte Trinkermilieu da bleibt unter sich, aber am Wochenende durchmischt sich darum. Es ist ein ganz unterhaltsames Dasein. Wobei also mein Freund und Kollege Olli Schulz sagte, weil er auch öfter mal im Handschuh zu Gast ist, das ist nicht so eine Kneipe, in die man so als Hipster ironisch gehen kann, sondern wird man... Meine Damen und Herren, Sie merken das schon an der Reaktion des Publikums. Die Stimmung ist gelöst heute hier in Köln-Ehrenfeld. Es wird warm draußen, der Frühling kommt. Die Stimmung ist fand ja. Und Dankeschön. ich habe es mir bei Heiko Maas abgeguckt, dem Bundesliebesminister, der Minister für untenrum Zuständigkeiten, bei Anne Will am Sonntag. Sein Pressesprecher saß im Publikum. Ich habe gedacht, verdammt nochmal, Potztausend, das brauche ich auch. Einer, der merkt, wann ich lustig bin, der merkt, wann ich einen guten Moment habe, der immer im richtigen Moment mir ein bisschen Kraft gibt. Der Applaus, ja. Danke. Mein Pressesprecher William Kohn ist heute auch mit dabei. Und der Hashtag der Woche, Sie merken das, meine Damen und Herren, an der Hitze, die hier aus dem Publikum kommt. Der Frühling ist da und passend dazu, schauen Sie mal, was bricht da durch die Schneedecke. Es ist ein Krokus. Oh! Ein Krokus, Hokus Krokus ist der Hashtag der Woche. Hokus Krokus, der Hashtag der Woche. Wir erwarten den Frühling. Wollen wir hoffen, dass er es irgendwie über die Grenze nach Deutschland schafft. Der Frühling ist ja zurzeit ein bisschen schwierig. Die Balkanroute ist dicht. Er muss also wahrscheinlich über Skandinavien kommen. Und auch in Sachsen wird es warm. Diese warme Lüfte, das ist ja wirklich schön. Als wird hier ein Flüchtlingsheim brennen. Richtig muggelig haben wir es hier. Und zirpschen da die Vögel im Baum oder schreiten Ausländer? Oh, ich weiß nicht, beides schön. Ist beides schön. Halt! Ja. Das bringt uns zum ersten Thema dieser Woche, meine Damen und Herren. Super Sonntag, Super Sunday am Sonntag. Wahlen in den Stricherländern, den Ländern mit Bindestrich. In Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt Landtagswahlen. Und die AfD ist auf dem Vormarsch, kann in drei Landesparlamente einziehen. Beatrice von Storch ist zuversichtlich, erwartet gute Zahlen für die AfD. Nur beim Wort Tortendiagramm zuckt sie immer ein bisschen zusammen. Bleibt mir weg mit Tortendiagramm. Die AfD könnte in den Landtag einziehen von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Wir haben also nur noch bis Sonntags Zeit, uns darüber lustig zu machen, dass die bescheuerten Amerikaner Donald Trump wählen. Dann ist vorbei. Ja, und das große Problem, gerade im Ostbundesland Sachsen-Anhalt, die Wahlbeteiligung. Bei den Kommunalwahlen in Hessen lag sie, glaube ich, bei 35%. Das kann auf Landesebene in Sachsen-Anhalt auch durchaus passieren. Eine niedrige Wahlbeteiligung ist ein riesiges Problem. Und um die Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt zu erhöhen, hat sich die Landesregierung was einfallen lassen. Jetzt mit jedem Wahlzettel einen McDonald's-Gutschein und ein gratis Tribal-Tattoo pro Wähler. Kann man sich direkt in der Wahlkabine stechen lassen. Liebe AfD-Wähler, wenn Sie das jetzt wieder erwarten, gucken sollten, weil, keine Ahnung, Sie Ihr Compact-Magazin durchgelesen haben. Hallo, liebe AfD-Wähler, ganz wichtig am Sonntag bei der Wahl. Bitte schreiben Sie, bevor Sie den Wahlzettel in die Urne werfen, schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse auf den Wahlzettel. Und bei den Parteien, die Sie nicht wählen möchten, machen Sie bitte ein trauriges Smiley in den Kreis dahinter. Ganz wichtig. Schreiben Sie bitte Ihren Namen auf den Wahlzettel. Das ist ganz wichtig. Aber nur die AfD-Wähler. Ganz, ganz wichtig. Traurige Nachrichten aus Schweden. Hier wohnst du noch oder lebst du? Hallo, vielen Dank. Ist okay. Hört da auf. Ja. Schön, dass ihr da seid. Wir haben fantastische Gäste heute in der Sendung. Bestseller-Autor seit 2 Wochen ganz oben in der Spiegel-Bestsellerliste mit seinem neuen Roman. Ich würde sagen, ein Buch des Jahrzehnts. Heinz Strunk ist zu Gast. Und Musik aus England von Hertz hier in der Sendung. Und meine Damen und Herren, Sie merken das schon an der Reaktion des Publikums. Die Stimmung ist gelöst heute hier in Köln-Ehrenfeld. Es wird warm draußen, der Frühling kommt. Die Stimmung ist fand ja. Und Dankeschön. ich habe es mir bei Heiko Maas abgeguckt, dem Bundesliebesminister, der Minister für untenrum Zuständigkeiten, bei Anne Will am Sonntag. Sein Pressesprecher saß im Publikum. Ich habe gedacht, verdammt nochmal, Potztausend, das brauche ich auch. Einer, der merkt, wann ich lustig bin, der merkt, wann ich einen guten Moment habe, der immer im richtigen Moment mir ein bisschen Kraft gibt. Der Applaus, ja. Danke. Mein Pressesprecher William Kohn ist heute auch mit dabei. Und der Hashtag der Woche, Sie merken das, meine Damen und Herren, an der Hitze, die hier aus dem Publikum kommt. Der Frühling ist da und passend dazu, schauen Sie mal, was bricht da durch die Schneedecke. Es ist
ein Krokus. Oh, oh. Ein Krokus, Hokus Krokus ist der Hashtag der Woche. Hokus Krokus, der Hashtag der Woche. Wir erwarten den Frühling. Wollen wir hoffen, dass er es irgendwie über die Grenze nach Deutschland schafft. Der Frühling ist ja zurzeit ein bisschen schwierig. Die Balkanroute ist dicht. Er muss also wahrscheinlich über Skandinavien kommen. Und auch in Sachsen wird es warm. Diese warme Lüfte, das ist ja wirklich schön. Als wird hier ein Flüchtlingsheim brennen. Richtig muggelig haben wir es hier. Und zirpschen da die Vögel im Baum oder schreiten Ausländer? Oh, ich weiß nicht, beides schön. Ist beides schön. Halt! Ja. Das bringt uns zum ersten Thema dieser Woche, meine Damen und Herren. Super Sonntag, Super Sunday am Sonntag. Wahlen in den Stricherländern, den Ländern mit Bindestrich. In Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt Landtagswahlen. Und die AfD ist auf dem Vormarsch, kann in 3 Landesparlamente einziehen. Beatrice von Storch ist zuversichtlich, erwartet gute Zahlen für die AfD. Nur beim Wort Tortendiagramm zuckt sie immer ein bisschen zusammen. Bleibt mir weg mit Tortendiagramm. Die AfD könnte in den Landtag einziehen von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Wir haben also nur noch bis Sonntags Zeit, uns darüber lustig zu machen, dass die bescheuerten Amerikaner Donald Trump wählen. Dann ist vorbei. Ja, und das große Problem, gerade im Ostbundesland Sachsen-Anhalt, die Wahlbeteiligung. Bei den Kommunalwahlen in Hessen lag sie, glaube ich, bei 35%. Das kann auf Landesebene in Sachsen-Anhalt auch durchaus passieren. Eine niedrige Wahlbeteiligung ist ein riesiges Problem. Und um die Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt zu erhöhen, hat sich die Landesregierung was einfallen lassen. Jetzt mit jedem Wahlzettel einen McDonald's-Gutschein und ein gratis Tribal-Tattoo pro Wähler. Kann man sich direkt in der Wahlkabine stechen lassen. Liebe AfD-Wähler, wenn Sie das jetzt wieder erwarten, gucken sollten, weil, keine Ahnung. These 5 German engineers worked hard for half a year to make this awesome idea become a fascinating reality. They figured out that you can make great sound of old computer devices and use them like real instruments. Listen, these instruments are floppy disk drives, flatbed scanner, hard drives, 24-pin needle printer, 9-pin needle printer, the electric typewriter, maxi tower case, 56K modem. Ladies and gentlemen, this is the Geekcaster. Promise you won't let me go.
say you catch me when I fall. Wrap your wings around my body when I'm lost in the storm and I'm calling. Wrap your wings around my body. Wrap your wings around my body. Wrap your wings. Wrap your wings. Wrap your wings around my body. Valley below, we're flying above the valley below. We're flying above the valley below. We're flying above the valley below. Wrap your wings around my body. Wrap your wings around my body. Wrap your wings, wrap your wings. Wrap your wings around my body. War schon ein oder zweimal im Neo Magazin Royal, noch früher, als wir noch cool und angesagt waren und nicht so mainstreamig wie jetzt. Einer der lustigsten Vögel, die so rumlaufen, nördlich der Weißwurstgrenze. Ein fantastischer Musiker, ein toller Mensch. Und seit diesem Buch, was ich jetzt nur als Hörbuch vorliegen habe, auch ein tolles Buch, Hardcover, 19,95 Euro und jeder Cent ist es wert. Ein, ich würde sagen, Shootingstar der deutschen Literaturszene und zwar ernsthaft. Meine Damen und Herren, heute zu Gast Heinz Strunk. When I'm lost in the storm and I'm calling, wrap your wings around my body, wrap your wings around my body, wrap your wings, wrap your wings, wrap your wings around my body. Valley below, we're flying above the valley below. Wrap your wings around my body. Wrap your wings, wrap your wings, wrap your wings around my body.
Unser heutiger Gast, meine Damen und Herren, war schon ein oder zweimal im Neo Magazin Royal, noch früher, als wir noch cool und angesagt waren und nicht so mainstreamig wie jetzt. Einer der lustigsten Vögel, die so rumlaufen, nördlich der Weißwurstgrenze. Ein fantastischer Musiker, ein toller Mensch und seit diesem Buch, was ich jetzt nur als Hörbuch vorliegen habe, auch ein tolles Buch, Hardcover, 19,95 Euro und jeder Cent ist es wert. Ein, ich würde sagen, Shootingstar der deutschen Literaturszene und zwar ernsthaft. Meine Damen und Herren, heute zu Gast Heinz Strunk. Und wenn Sie nicht wissen, wer das ist er. Heinz Strunk, der 1900 Waisthöhe diese Woche. Kleiner Tipp von einem erfahrenen Quotengaranten. Für den Erfolg brauchst du drei Dinge. Migrationshintergrund, Meerschweinchen und Möpse. Komm, mach an. Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Folge 40, Busencheck im Studio Böhmani. Mein Name ist William Kohn. Heute zu Gast Heinz Strunk und Hertz. Musik, Dendemann und die Freie Radikale. Und das hier ist Jan Böhmermann. Im zweiten deutschen Fernsehen und bei ZDF Neo. Hallo, vielen Dank. Ist okay, hört doch auf, ja, ja. Schön, dass ihr da seid. Wir haben fantastische Gäste heute in der Sendung. Bestseller-Autor, seit zwei Wochen ganz oben in der Spiegel-Bestsellerliste mit seinem neuen Roman. Ich würde sagen, ein Buch des Jahrzehnts. Heinz Strunk ist zu Gast. Und Musik aus England von Hertz hier in der Sendung. Und meine Damen und Herren, Sie merken das schon an der Reaktion des Publikums. Die Stimmung ist gelöst heute hier in Köln-Ehrenfeld. Es wird warm draußen, der Frühling kommt. Die Stimmung ist fand ja. Und Dankeschön. ich habe es mir bei Heiko Maas abgeguckt, dem Bundesliebesminister, der Minister für untenrum Zuständigkeiten, bei Anne Will am Sonntag. Sein Pressesprecher saß im Publikum. Ich habe gedacht, verdammt nochmal, potztausend, das brauche ich auch. Einer, der merkt, wann ich lustig bin, der merkt, wann ich einen guten Moment habe, der immer im richtigen Moment mir ein bisschen Kraft gibt. Der Applaus, ja. Danke. Mein Pressesprecher William Kohn ist heute auch mit dabei. Und der Hashtag der Woche, Sie merken das, meine Damen und Herren, an der Hitze, die hier aus dem Publikum kommt. Der Frühling ist da und passend dazu, schauen Sie mal, was bricht da durch die Schneedecke. Es ist ein Krokus. Oh, ein Krokus. Hokus Krokus ist der Hashtag der Woche. Hokus Krokus, der Hashtag der Woche. Wir erwarten den Frühling. Wollen wir hoffen, dass er es irgendwie über die Grenze nach Deutschland schafft. Der Frühling ist ja zurzeit ein bisschen schwierig. Die Balkanroute ist dicht. Er muss also wahrscheinlich über Skandinavien kommen. Und auch in Sachsen wird es warm. Diese warme Lüfte, das ist ja wirklich schön. Als wird hier ein Flüchtling. Es ist zwar schon noch unter der Woche das harte Trinkermilieu da. Da bleibt unter sich, aber am Wochenende durchmischt sich darum. Es ist ein ganz unterhaltsames Dasein. Wobei mein Freund und Kollege Olli Schulz sagte, weil er auch öfter mal im Handschuh zu Gast ist, das ist nicht so eine Kneipe, in die man so als Hipster ironisch gehen kann, sondern da ist dann schon Gewalt angesagt, wenn man da versucht. Gewalt angesagt. Naja, aber ich sag mal, zumindest ist das nicht so eine Berlin-Mitte-Kneipe, wo man sagt, ey komm, wir gehen heute mal gucken, wie die Assis so trinken. Sondern nee, das ist auch das ist sowas, dieses voyeuristische und Elendstourismus und so, mal gucken, wie die armen Schweine da sich vergnügen oder nicht vergnügen. Das ist der falsche Ansatz. Ich war mit Olli auch ein paar Mal da. Mhm. Und Heiligabend übrigens, das war am besten, ja. Das zweimal Heiligabend. Über 2008 und 2013. Ja, Heiligabend im Handschuh? Ja. Das ist ganz schön, denn. Ganz was sind denn da Heiligabend für Leute? Also normale Menschen. Wie ihr halt. So, also Typen wie wir alleine an Heiligabend. Ja. Schenkt man sich da was? Oder gibt es zwei Korn ins Bier? Das weiß ich gar nicht so genau. Das stehen schon sehr dekorativ hergerichtet mit Kerzen und so. Ja. Ne?
Und das ist, also ich finde, dass da so die verlorenen Seelen, zu denen Olli und ich dann auch zählten, das ist schon, nicht mehr aufgefangen durchs Geld. Inzwischen aufgefangen vom Geld. Ja, und ja, genau, vom Geld. Und vom Erfolg. Ich habe gehört, jetzt geht's zu Lanz, jetzt geht's wahrscheinlich dann in eine Kerner-Spielshow. Jetzt darfst du beim literarischen Quartett. Nee, zu Kerner gehe ich nicht, das nee, meine ich nicht. Ja, aber so Grenzen auch für mich. Honker ja, aber Kerner nein. Du hast die Handynummer von Leoma Mangold wahrscheinlich. Jetzt du bist ja, angekommen. Hab ich auch. Wirklich, ich ne? Auch, ja. Wie ist das abgelaufen? Wer hat wen gefragt, wer die Handynummer bekommt? Wir haben uns, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe aufs Handy geguckt, da war die Handynummer von Leoma Mangold. Einfach drauf. Das ist der Wahnsinn, ne? Nee, aber du bist jetzt, mit diesem Ding bist du in so eine ganz neue, also du hast dich eigentlich verabschiedet von uns unseriösen Fernseharschgeigen, die jetzt irgendwie versuchen, mit so halbgarer Kunst über Wasser zu bleiben. Nee, nee, nee. Du bist jetzt in so einem, von mir, aus meiner Perspektive. Nein, ich sehe das nämlich ganz anders. Irgendwie, also das ist gewissermaßen mein Ziel gewesen und das hat sich jetzt zum Teil ja verwirklicht, dass man, wenn das nämlich gut ist, dass man auch durchaus verschiedene Sachen machen darf, die vermeintlich inhaltlich nicht so viel miteinander zu tun haben. Also so Literatur und eben Fraktus oder Studio Braun oder was ich sonst so mache und so. Und es muss nur gut sein. Stimmt das, dass das Lektorat für dein Buch so hart war? Also ich habe gelesen, dass du ein Jahr lang geknechtet wurdest von einem Lektor. Und ja, das ist aber gut so. Also ein hervorragendes Buch und ein hervorragendes Lektorat nicht denkbar. Aber du bist doch ein Künstler, der, ich sag mal, normalerweise seine Sachen alleine abgibt und dann froh ist, wenn die Leute das geil finden. Aber wenn dann einer sagt, ja Heinz, du folgendes, die Seite, die du dir da jetzt in 3 Wochen rausgequält hast, die ist noch nicht ganz da, wo sie sein soll. Die ist, also anders gesagt, die ist ganz schön scheiße. Kannst du das nicht irgendwie umschreiben? Ja, ich bin richtig. Also ich freue mich sogar ganz, ganz doll darüber, über meinen Lektor, Dr. Markus Gärtner. Doktor? Ja, der mich, sagt man auch Doktor gerne. Der mich immer wieder an meine Grenzen weist und so. Nee, das ist also das. Und ich habe es modifiziert, damit es auch im Fernsehen möglich ist, ausgesprochen zu werden. Nämlich Scheiß aus Alien. Ja, habe ich sonst noch was? Rentnerficker. Hä? Rentnerficker. Gemein. Du Fragment? Ja. Das ist modern, das ist Jugendsprache. Das habe ich aus meiner Lieblingssendung Köln 50667. Du Fragment? Ja, du Fragment. Du Köln 50667 Gucker. Ja. Als Mensch zu dumm, als Schwein zu kleine Ohren. Ja. Ich habe mein Pulver verschossen, ich kann nicht mehr. Pissetrinker. Och, der ist ja. Kloschein lecker. Mit Olli Schulz an Weihnachten im Handschuhsitzer. Ja. Acer, Spoiler, Splasher. Das waren 3. Du Lektorierter. Letzter Aufschlag. Milf. Sehr, sehr gut. Ich sehe da jetzt tatsächlich nach diesem furiosen Finale einen Gleichstand. Lass mir das Publikum entscheiden, wer ist für Jan Böhmermann? Danke, William. William ist für mich. Danke, William. Okay. Danke. Also fast keiner. Und wer ist für Heinz Strunk? Zeller zum Mundschuh, seien Sie mit dabei. Der goldene Handschuh, bitte kaufen Sie das Buch, das ist wirklich sehr gut. Denne mal und die Freie Radikale. Bis nächste Woche, tschüss. Ja. Der vierte Neon. Mega peinlich, du Fragment. Da sitz ich lieber mit Olli Schulz an Weihnachten im Handschuh, als mir diese Klappstuhlshow weiter anzusehen. Bei dem Trump-Gag hat man die Grillen zirpen hören. Wenn ich die Stimmung nicht ein bisschen angeheizt hätte, dann wären selbst die Krokusse draußen vor Langeweile wieder zurück in die Erde gekrochen. Unfair? Nein. Ich bin selbstverständlich unparteiisch. Sorry trotzdem.